Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. In der letzten Woche bis heute haben sich jede Menge News und Leaks versammelt, vor allem mit Version 28.1.0. Morgen sollte dann ein weiteres Content-Update erscheinen mit Items, die dann zurückkommen oder was auch immer. Vielleicht kommt dann gar keins, aber nächste Woche sollten wir auch Version 28.2.0 erhalten. Im Item-Shop haben wir derzeit Marvel Signature Style, wo zwei neue Emotes reingekommen sind. Einmal ein Emote, das heute Nacht erst entschlüsselt wurde, ein Icon-Emote. Und dann dieses hier, das tatsächlich ein Winterfest 2023 Emote ist, das in verschiedene Formen bzw. Muster geschnitzt werden kann. Also mit jedem Mal, wenn ihr das Emote benutzt, kommt eine andere Sache raus. Einmal kann das eine Schneeflocke sein oder was anderes. Also zum Beispiel auch ein Lama, das kann sich jederzeit ändern. Das sind auf jeden Fall die neuen Sachen. Ansonsten haben wir hier auch nochmal volle Punktzahl, auch ein weiteres Icon Emote, das vor ein paar Tagen in den Itemshop kam. Die Family Guy Cosmetics sind noch da, Diesel ist hier, anscheinend ist Jäger 619 aus dem Itemshop raus, die Jam Songs sind ebenfalls hier und wie ihr sehen könnt, Freunde, gibt es jetzt neue Shop Bundles bzw. Jam Bundles und dazu wird es auch weitere geben. Ich blende euch mal kommende Jam Shop Bundles ein, das heißt ein Bundle, wo mehrere Shop Jam Songs mit enthalten sind. Das kostet zum Beispiel 900 V-Bucks und da sind diese beiden Songs, also eigentlich kosten beide 1000 V-Bucks, aber da ist ein Rabatt von 100 V-Bucks dabei, dass das ein bisschen günstiger ist für euch. Der Rest ist gleich geblieben. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Creator-Code LightSky10 eintragen würdet. Bevor dann die Downtime für Version 28.1.0 begonnen hat, kam eine Info von Fortnite Status über die Freunde, die mit euch in Creative spielen können. Denn selbst wenn ihr an einem privaten Spiel teilnehmt, ist es kein Fehler, sondern beabsichtigt, dass Freunde mit euch euch beitreten können oder mitspielen können. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, sich im Spiel als abwesend zu markieren. Außerdem könnte es sein, dass das kinetische Schwert bald zurückkehrt oder in der nächsten Season oder wann auch immer, denn mit Chapter 5 fügte Epic Games neue Animationsdateien dafür hinzu, um das neue Movement und scheinbar ein neues Modell dafür zu unterstützen. Und dann natürlich wie mit jedem Update haben wir neue Skins und Cosmetics. Natürlich auch alte, die zurückkehren werden. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir neue Jam Songs Varianten bekommen haben von einigen alten Musikpaketen und einen neuen Stil für Jet, der jetzt im Item Shop sein sollte. Dann haben wir aber neue Bundles, unter anderem mit drei neuen Vogelskins, die mega, mega interessant aussehen. In diesem Bundle wird es dann auch drei passende Rückenaccessoires für jeden dieser Vogelcharaktere geben und dann eine Spitzhacke. Also das Design von denen ist sehr detailliert, sehr lustig gemacht und ist auf Humor basiert, aber trotzdem mega nice und lohnt sich in meinen Augen. Außerdem wurde ja Metal Gear Collab geleakt, aber das ist ja seit einigen Tagen im Item Shop. Dann hat Star Wakely, oder wie die ausgesprochen wird, ihr eigenes Bundle bekommen, aber sie ist ja auch seit einigen Tagen im Item Shop. Dann gibt es auch weitere Bundles für alte Sets, also ich blende euch das mal in der Übersicht ein. Dann haben wir auch einen neuen Charakter mit einer Spitzhacke, einem Backbang und einer Lackierung. Und ja, wie gesagt, alte Sets sind ja auf jeden Fall dabei. Super Stile wurden hinzugefügt, das wissen wir ja. Und dann haben wir alle neuen Cosmetics in der Übersicht. Da sehen wir auch alle neuen Skins. Ich werde jetzt nicht die Solid Snake Cosmetics durchgehen, da ich das ja schon im letzten Video getan habe, also heute Morgen. Besprechen wir mal hauptsächlich die Skins, Freunde. Also neben den Vogelcharakteren haben wir neue Assassinen-Skins, also die in weißer Verfassung online kommen sollten scheinbar. Das ist einmal hier der Mystery Zone und Mysterious Fate. Das sind quasi neue Reskins von alten Charakteren in dieser neuen Assassinen-Variante. Ansonsten haben wir das kommende Crew-Paket, also den Skin dazu und tatsächlich noch einen männlichen Skin namens Mages. Und die haben dann auch passende Accessoires, Spitzhacken, Backblings und so weiter, die bald rauskommen sollten. Was die Emotes angeht, haben wir tatsächlich drei Stück in diesem Update, neben dem von Solid Snake. Einmal für 2024, ist ein bisschen spät für das neue Jahr, aber es wird auch bald rauskommen. Dann das Winterfest-Emote, was wir jetzt im Itemshop haben. Und dann nochmal ein Besen-Emote, wo man den Boden wischt. Wir haben auch jede Menge Lego-Minifiguren-Stile, die mit dem neuesten Update hinzugefügt wurden für alte Charaktere. Aber damit wurde auch, also eine Lego-Minifigur-Variante, hat sogar den FNCS-Skin für diese Season versehentlich zu früh geleakt. In diesem Bild seht ihr außerdem alle neuen hinzugefügten Drumsets für Fortnite Festival. Außerdem haben wir ein kommendes Rocket Racing Endo Bundle mit einer neuen Karosserie, die folgendermaßen aussieht, und einigen Kleber. Hier ist nochmal ein Update zu den kommenden Shop Tabs, die hinzugefügt wurden. Und ansonsten haben wir nochmal Shop Assets, also alle neuen und aktualisierten Shop Assets für Battle Royale, Fortnite Festival, Rocket Racing und Lego Fortnite.
Mit diesem Update wurde Teenage Mutant Ninja Turtles die Kollaboration mit Part 2 bestätigt. Denn Shredder kommt bald als Skin. Sieht wirklich richtig, richtig heftig aus. Gefällt mir wirklich mega gut. Und der Codename, also die Textur dafür, lautet Super Schatten. Sollte, denke ich mal, mit dem nächsten Update oder so vervollständigt passieren und stattfinden. Epic Games testet aktuell auch, dass die Discovery-Benutzeroberfläche im Vollbildmodus angezeigt wird, wenn ihr einen Modus auswählt. Kann aber auch einige Zeit noch dauern. Ein kommender Ladebildschirm, Freunde, der tatsächlich mit diesem Update geleakt wurde, zeigt einen Waschbären-Skin aus den Konzeptumfragen. Sprechen wir nochmal über Fortnite X Teenage Mutant Ninja Turtles Teil 2. Wir werden im Spiel nämlich einen Teaser-Aufbau mit Sounds und Pizzakartons erhalten, die es zu finden gibt, um Teaser-Quests abzuschließen. Es wird auch eine Mini-Event-Benutzeroberfläche geben, wahrscheinlich für einen Collab-Pass mit Shredder. Also wir können einen Event-Pass erwarten, so ähnlich wie bei Star Wars oder so. Ich blende euch mal die ganzen Texturen dafür ein. Und in-game wird es, wie gesagt, einen Tab dafür geben, einen Countdown, Quests und so weiter, wo wir dann auch Shredder sehen werden. Es wird 3 Stufen davon geben, mit entsprechender Audio. Da wurde einiges geleakt, aber es scheint noch wirklich noch nicht fertig zu sein. Also dauert das bestimmt auch noch mindestens 2-3 Wochen. Wenn es außerdem einen Collab-Pass mit Teenage Mutant Ninja Turtles gibt, dann wird wahrscheinlich Shredder nicht Teil davon sein, da er über Itemshop-Assets verfügt. Ansonsten haben wir einen neuen Reifen, neuen Driftrauch und neue Karosserie, wie gesagt, habe ich gerade erwähnt, für Rocket Racing. Wie üblich überträgt sich alles wie diese Karosserie von Rocket League auf Fortnite, wenn ihr mit demselben Account spielt. Hier habt ihr nochmal kommende Icon-Emotes und der FNCS-Skin für diese Season als Lego-Minifigur. Derzeit haben wir den nur als Lego-Minifigur und nicht als normalen Skin, also bleibt das noch abzuwarten, wie er wirklich aussieht. Für Lego Fortnite wird derzeit an folgendem gearbeitet: ein Jump-Prozessor, sollte irgendwie Fleisch verarbeiten, Gong, ein Riss und die Reitenmechanik. Epic Games hat auch für insgesamt 28 folgende unveröffentlichte Lego Fortnite-Gegner alle Dateien entfernt. Einigen Jam-Songs wurde ein neues Gameplay-Tag hinzugefügt, mit dem der Gesang bei Erlebnissen mit einer Altersfreigabe unter Teen eingeschränkt werden kann. Auch die Fortnite-Festival-Gameplay-Tags zum Song Bring Me To Life wurden in diesem Update rausgenommen. Wir haben auch eine News zu Fortnite OG, denn Epic Games arbeitet derzeit an Fortnite OG Part 2 als separaten Modus und nicht als ganze Season wie beim letzten Mal. Es ist nicht klar, ob dieser Modus dann dauerhaft oder vorübergehend sein wird, aber es hat auf jeden Fall im neuen Update ein separates Playlist-Tag erhalten. Und mit Version 28.1.0 wurden auch Harmony Lees gesamtes Set mit unveröffentlichten Items aus den Spieldateien entfernt. Ich habe ja im letzten Video schon darüber gesprochen, dass es 6 neue bzw. auch verworfene möglicherweise Perks gibt, und eins dieser Perks bestätigt auch eine neue, vermutlich mythische TMTN-Waffe, die uns dann bald erwartet. Außerdem bestätigt es den Unvault der Pizza Party. Wir haben kommende Takedown-Quests, die uns dann erwarten in der Storyline bezüglich dieser Season. Derzeit gibt es in diesem Update nur Teil 1, bei dem ihr 6 Charlie-Vermissten-Poster aufhängen müsst. Es liegen jedoch Daten für 3 Quest-Sätze und Bonusbelohnungen für zukünftige Updates vor. Dateien zu den Erdbeben sind erneut in den Dateien seit Version 28.1.0. Auch die Soundfiles sind wieder da, vermutlich bedeutet es nichts oder es wird möglicherweise bald eine Bedeutung bekommen, vor allem für den Übergang zu Saison 2. Weil es wurde auch bestätigt von Hypex nach diesem Tweet, denn bald wird es wirklich wieder Erdbeben geben. Zum 4. Mal in der Geschichte von Fortnite. Derzeit können diese Erdbeben nicht aktiviert werden, da einige verbleibende Dateien noch fehlen, also dauert es bestimmt noch 3-4 Wochen, bis das Ganze geschieht. Und Epic Games hat dann auch selbst bestätigt, dass iOS bzw. Fortnite auf iOS im Laufe dieses Jahres noch zurückkommen wird. Es wird in der Europäischen Union ein Comeback feiern und in folgenden Ländern wird es aber noch fehlen. Es wird dann über den Epic Games Store auf iOS verfügbar sein, dank DMA, ein wichtiges neues Gesetz in der EU, das diese Rückkehr ermöglicht. Aussage von Epic Games ist: Apple, die Welt schaut zu. Sprechen wir nochmal über Midas Rückkehr. Ein Fan-Favorit, beziehungsweise ein Community-Favorit schon fast gesagt, denn dafür gibt es folgende Indizien. Einmal der geleakte Modus, Midas präsentiert, Boden ist Lava, ein kommender bzw. auch unbenutzter Orientierungspunkt namens Midas Yacht, aus Chapter 2 vielleicht, und dann wurde auch Jules Trommelgewehr mit neuen Animationen geupdatet, genauso wie TNT Nas Bogen mit neuen Nachlade- und Ladezeit-Buffs.
Und passend dazu wurde auch, nicht bestätigt, aber geleakt, dass wir in dieser Season oder in der nächsten Season ein Live-Event erhalten könnten, da die Night Night und Countdown-Dateien in Version 29.00 und Version 29.10 aus den Dateien entfernt werden sollten. Abgesehen davon hat scheinbar Rocket Racing über das Sprint-Symbol ganz rechts einen kleinen Teaser auf die kommenden Booster-Cosmetics eingefügt, denn es wird eine neue Art wieder von Cosmetics geben. Hierbei handelt es sich um Spezialeffekte, die hinter eurem Fahrzeug angezeigt werden, während Turbo aktiv ist. Zum Beispiel habt ihr hier Starby. Zu guter Letzt ist ein kommender Jam-Song für Fortnite Festival Lil Nas X Industry Baby feat. Jack Harlow. Und zusätzlich hat der Creator von Binding of Isaac auf Twitter behauptet, dass er über eine Collab mit Fortnite und Epic Games gesprochen hat. Ob das überhaupt dann stattfindet, ist noch abzuwarten und wirklich unklar. Was aber klarer ist, ist eine mögliche Zusammenarbeit mit Fluch der Karibik. Denn in einem Xbox-Era-Podcast wurde gestern ein weiteres Gerücht erwähnt, das darauf hindeutet, dass Jack Sparrow aus Fluch der Karibik möglicherweise in Zukunft zu Fortnite kommen könnte. Es wurde aber kein Zeitraum angegeben in diesem Video. Zur Erinnerung, dies sind Gerüchte und keine Bestätigung für irgendetwas. Allerdings haben sich diese Gerüchte von Xbox Era bzw. Shapeshell Nick mittlerweile schon einige Male bewahrheitet. Also bleibt es wirklich abzuwarten und sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.